Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Fall der 20-jährigen Siam Lee aus Südafrika. Siam Lee wurde am 15. April 1997 als Tochter von Carmen Lee und Howard Greenspan in Hongkong geboren. Ihr Vater war ein wohlhabender Geschäftsmann aus Südafrika. Als sie noch ein kleines Kind war, zog sie mit ihren Eltern nach Johannesburg, Südafrika. 2005 musste Siam den ersten schweren Schicksalsschlag einstecken, denn ihr Vater wurde in seinem Apartment erschossen. Die genauen Umstände darüber sind nicht wirklich bekannt. Ich habe in einer Quelle gelesen, dass der Vater anscheinend von einer anderen Frau erschossen wurde. Also gehe ich mal davon aus, dass er irgendwie eine Affäre hatte und dass es da zu einem Streit kam. Aber wie gesagt, genaue Details findet man tatsächlich nicht so wirklich darüber im Internet. Von dem Nachlass des Vaters bekam Siam und ihre Mutter so gut wie gar nichts und plötzlich standen sie vor dem finanziellen Nichts, denn der Vater war anscheinend immer der Hauptverdiener und hat Siam und die Mutter finanziert. Nach seinem Tod zog Siam mit ihrer Mutter nach Durban, einer Küstenstadt in Südafrika. Siam wuchs zu einer offenen, warmherzigen jungen Frau heran. Sie hatte so eine ganz ruhige und gelassene Art und irgendwie auch sowas sehr Anziehendes. Als Teenagerin besuchte sie das Crawford College und später wollte Siam gerne Lehrerin werden. Wie gesagt, finanziell ging es der Mutter und Siam nach dem Tod des Vaters nicht wirklich gut, weshalb Siam auch früh anfangen musste zu arbeiten, um der Mutter einfach ein wenig unter die Arme zu greifen. Siam kellnerte unter anderem in einer Bar, was ihr wohl auch viel Spaß machte, aber das Ganze war natürlich leider nicht so gut bezahlt. Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis. Auch der Tod des Vaters hat Siam und ihre Mutter noch einmal näher zusammengebracht. Sie mussten einfach zusammenhalten, um das Ganze irgendwie zu überstehen. 2017, als sie 20 Jahre alt war, nahm Siam dann einen weiteren Job an, weil das Geld vom Kellnern einfach nicht mehr ausreichte und sie nun endlich mal mehr verdienen wollte. Sie arbeitete gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Massagesalon, aber es war kein ganz gewöhnlicher Massagesalon, sondern es gab sogenannte Sensual Massagen, also sinnliche Massagen, wo unter anderem auch intimere Körperstellen massiert wurden. Ich glaube, ihr könnt euch das Ganze vorstellen. Ihre Mutter erklärte später, dass sie dabei immer ein Auge auf ihre Tochter hatte und auch aufpasste, dass die Kunden nicht mehr als eine Massage forderten. Was dann irgendwann passiert ist, steht in einigen Quellen unterschiedlich. Ich habe es so verstanden, dass die Mutter Carmen irgendwann krank wurde, also jetzt nicht mega ernsthaft krank, aber so, dass sie für einige Zeit nicht mehr mit im Massagesalon arbeiten konnte. Und das Geld wurde natürlich wieder knapper. Und daher beschloss Siam noch einen anderen Job anzunehmen. Sie ging noch weiter und arbeitete dann in verschiedenen Bordells tatsächlich auch. Das Geld, was sie verdiente, wollte sie unter anderem auch sparen, um später aufs College gehen zu können. Doch so weit sollte es nie kommen. Der Job in den Bordells war für sie seelisch und körperlich sehr, sehr schwierig. Also sie ging wirklich an ihre Grenzen. Aber sie hatte das Gefühl, auch keine andere Wahl zu haben, weil sie einfach ihre Mutter nicht im Stich lassen wollte und sie einfach irgendwie Geld zusammenkriegen mussten. Vor Freunden und anderen Familienmitgliedern hielt sie ihre Arbeit geheim und führte auch so eine Art Doppelleben. Und sie musste sich dann natürlich immer irgendwas anderes ausdenken, wo sie gerade war. Am 4. Januar 2018 kam Siam nachts nicht wie vereinbart wieder nach Hause und ihre Mutter Carmen fing an, sich große Sorgen zu machen. Sie machte sich immer Sorgen um Siam. Aber irgendwie sah sie auch keine andere Möglichkeit, wie sie Geld zusammenbekommen konnten. Und sie hatte irgendwie, soweit es möglich war, immer ein Auge auf ihre Tochter. Aber ja, ich glaube, uns ist allen klar, dass man das Ganze gar nicht so kontrollieren kann. Und normalerweise war Siam immer pünktlich zu Hause, aber an diesem Abend bzw. in der Nacht kam sie nicht wieder. Carmen versuchte dann auch erfolglos immer wieder ihre Tochter zu kontaktieren. Sie ging nicht an ihr Handy und antwortete auch auf keine Nachrichten. Auch am nächsten Tag fehlte jede Spur von Siam, sodass Carmen zur lokalen Polizei ging und ihre Tochter als vermisst meldete. Und sie sagte auch direkt, was Sache war, also dass ihre Tochter in
verschiedenen Bordells arbeitete und dass sie stark davon ausging, dass irgendein Kunde ihr etwas angetan hat und sie eventuell entführt hat. Ein Ermittlerteam suchte dann mehrere Bordells in der Gegend ab, aber von Siam gab es keine Spur. Doch bald kamen die ersten Hinweise rein. Demnach will eine Person Siam am Tag ihres Verschwindens mit einem Mann bei einem Bordell in Durban North gesehen haben und dieser Mann fuhr einen schwarzen Mercedes und hatte eine dunkle Hautfarbe. Bei Siams Mutter kamen schrillten sofort alle Alarmglocken, denn sie erinnerte sich an einen Mann, auf den diese Beschreibung zupasste, der tatsächlich in letzter Zeit häufiger Kunde bei Siam gewesen war. Und dieser Mann hatte irgendwie auch so ein bisschen was Aufdringliches an sich und irgendwie hatte Carmen direkt ein sehr schlechtes Gefühl. Der Name von diesem Mann war Filani Tuli und er war ein damals 28-jähriger Geschäftsmann aus der Gegend. Carmen sagte auch, dass Siam etwas sehr Anziehendes auf Männer hatte mit ihrer Art und viele Männer waren schnell besessen von ihr. Wenige Tage vor ihrem Verschwinden hatte Siam sich wohl schon einmal mit diesem Filani Tuli getroffen und er hatte sie dann abends gegen 22 Uhr wieder bei ihrem Zuhause abgesetzt und als sie wieder in die Wohnung ging und ihre Mutter sah, wirkte sie irgendwie aufgebracht und sehr gestresst. Und Siam sagte dann auch, sie wolle diesen Mann nie wiedersehen. Genauere Details soll sie ihrer Mutter nicht gesagt haben. Es war natürlich auch normal, dass Siam oft nicht so wirklich glücklich, also jetzt nett ausgedrückt, von diesen Treffen zurückkam. Sie machte das Ganze ja irgendwo nicht freiwillig. Natürlich, sie brauchte einfach das Geld. Deswegen dachte sich die Mutter da vielleicht nicht so viel bei, weil es eben viele Kunden gab, die, wie soll ich das sagen, nicht so wirklich attraktiv waren. Schon bald wurde ein Privatermittler eingeschaltet, der sich auch sicher war, dass einer von Siams Kunden etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Eine Woche später, in anderen Quellen steht auch teilweise 2 Tage später, fuhr ein Farmer etwa 100 Kilometer von Durban entfernt zu seinem Zuckerrohrfeld und wollte dort etwas arbeiten. Und während er dazu gange war, sah er plötzlich in einiger Entfernung auf seinem Feld irgendetwas Größeres, Längliches liegen. Es sah aus wie irgendein Gegenstand. Und als er näher heranging, sah er, dass es sich dabei um einen menschlichen Körper handelte. Dieser Körper war in einem sehr gruseligen Zustand. Er war teilweise verkohlt und auch schon, ja, verwest. Der Farmer war extrem entsetzt und er soll später auch ausgesagt haben, dass er selten so etwas Schlimmes gesehen hat, obwohl er sehr lange beim Militär gearbeitet hatte und dort eben auch schon einiges erlebt hatte, was man nicht erleben möchte. Der Farmer rief sofort die Polizei und wenige Minuten später waren auch unzählige Einsatzkräfte vor Ort. Auf dem Gesicht der Leiche lag eine Decke und als man darunter schaute, konnte man erkennen, dass das Gesicht fast vollständig entstellt war. Also es war sehr brutal zugerichtet und bei dem Opfer fehlten auch viele Zähne. Vermutlich handelte es sich bei der Tatwaffe um einen Hammer. Gerichtsmediziner führten die Todesursache auf mehrere Hirnblutungen durch heftige Gewalteinwirkungen auf den Kopf zurück. Es deutete schnell vieles darauf hin, dass es sich bei der Leiche um Siam Lee handelte. Die Mutter von ihr wurde dann auch hinzugezogen, damit sie Siam eben identifizieren konnte, was ich mir absolut grausam vorstelle. Also das will man sich gar nicht vorstellen. Aber die Mutter sagte auch, ja, es ist meine Tochter. Und ein DNA-Test konnte dann leider auch die 100%ige Gewissheit geben. Es war die damals 20-jährige Siam Lee. Sie wurde bestialisch ermordet. Der Fall verbreitete sich schnell in den lokalen Medien und auch weiter in andere Länder, denn besonders erschreckend war eben die Brutalität, mit der der Täter vorgegangen war. Bald kam dann auch schon ein neuer Hinweis bei den Ermittlern rein. Am Tag von Siams Verschwinden gab es in der Nähe des Bordells, wo sie zuletzt gesehen wurde, einen kleinen Autounfall. Ein Mann fuhr ganz normal mit seinem PKW die Straße entlang, als plötzlich ein schwarzer Mercedes kam und ihn rammte. Beide Fahrer konnten noch weiterfahren, also es war jetzt nicht so ein Unfall, dass man irgendwie gezwungen ist anzuhalten. Und der schwarze Mercedes fuhr mit einer hohen Geschwindigkeit
einfach davon. Ich meine, normalerweise hält man ja irgendwie an, wenn man jemanden so leicht reinfährt oder irgendwie da eine Beule ist oder so. Ansonsten ist es ja eben Fahrerflucht. Aber der Mercedes fuhr einfach mit ja, einer sehr hohen Geschwindigkeit davon und der andere Fahrer versuchte ihn noch irgendwie einzuholen, allerdings erfolglos. Kurz darauf meldete sich ein Mädchen namens Jessica Wyers bei der Polizei und erzählte, Philanine Thule hätte sie vor 2 Jahren in ein Haus entführt und missbraucht. Sie zeigte den Ermittlern das Haus und bei dem besagten Grundstück stand dann auch sein schwarzer Mercedes. Der Tracker seines Fahrzeuges wurde ausgewertet und es stellte sich heraus, dass er am gleichen Ort war, an dem Siams Körper gefunden wurde. Die Polizei ordnete dann auch eine Hausdurchsuchung an und man fand in seinem Haus unzählige, ganz bestimmte Spielzeuge. Philanine Thule wurde sehr, sehr schnell zum Hauptverdächtigen. Alles sprach dafür, dass er der Täter war. Es stellte sich dann auch noch heraus, dass Philanine Thule AIDS hatte und dass er es mit Absicht weiter verbreiten wollte. Noch dazu fand man heraus, dass er in unzählige krumme Geschäfte verwickelt war und sehr, sehr viel mit Geldwäsche zu tun hatte. Er war ein professioneller Betrüger und überredete Leute, in Firmen zu investieren, die gar nicht existierten. Und 2 Wochen nach dem Verbrechen wurde er dann auch verhaftet. Auf der Polizeiwache legte er tatsächlich auch sofort ein Geständnis ab. Er sagte, er hätte Siam einige Monate zuvor in einem Bordell kennengelernt und fand sie irgendwie sehr attraktiv. Von da an war er häufiger Kunde bei Siam und für Siam war er ein guter Kunde, da er eben ja sehr gut bezahlte und ein reicher Mann war. Er soll ihr dann auch 50.000 südafrikanische Rand geliehen haben, was umgerechnet knapp 2.500 Euro sind. Wofür genau Siam das Geld brauchte, ist nicht bekannt. Im Internet stand einmal, dass sie das für ein persönliches Projekt brauchte. Sie hatte ihm auch versprochen, das Ganze schnellstmöglich wieder zurückzuzahlen. Am Tag von Siams Verschwinden forderte Philanine dann das Geld von ihr ein, aber sie sagte, sie könne leider noch nicht zahlen. Philanine verlor die Beherrschung, fesselte sie und zerrte sie in sein Auto. Das Ganze ist anscheinend in der Nähe eines Bordells passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein Ort war, wo man vielleicht nicht so genau hinguckte, was vor sich ging, weil ja viele unschöne Dinge wahrscheinlich vor sich gingen. Und ich meine, wenn man jetzt irgendwo auf offener Straße sieht, wie jemand gefesselt und in ein Auto gezerrt wird, wird man wahrscheinlich sofort die Polizei rufen, also hoffe ich mal. Aber in der Gegend, wo das Ganze passiert ist, denke ich mal, hat man einfach nicht so genau auf sowas geachtet oder dachte sich vielleicht, dass das eine harmlose Bedeutung hat. Er fuhr mit ihr zu sich nach Hause und verging sich mehrfach an ihr. Siam wehrte sich sehr, sehr heftig. Sie hatte wohl einen sehr starken Willen, einfach zu überleben. Aber leider tat sie dann etwas nicht so Schlaues, denn sie sagte, egal was er noch machen würde oder ihr androhen würde, wenn sie freikommt, würde sie sofort zur Polizei gehen und alles erzählen. Und da bekam Philanine natürlich extreme Panik. Er versuchte, sie mit bloßen Händen zu ersticken, doch schaffte es nicht, denn irgendwie fingen ihre Beine an, so Zuckungen zu bekommen, wahrscheinlich weil die nicht mehr richtig durchblutet wurden, beziehungsweise kein Sauerstoff mehr dahin gekommen ist. Und das Ganze schreckte Philanine irgendwie ab. Also irgendwie bekam er dann einfach Hemmungen, weiterzumachen und beschloss dann in die Garage zu gehen und holte einen Hammer. Er legte eine Decke über ihren Kopf, um ihr Gesicht nicht sehen zu müssen und schlug immer und immer wieder mit dem Hammer auf ihr Gesicht ein. Beim Verhör sagte er, er hätte mit dem Hammer auf sie eingeschlagen, um sie von ihren Zuckungen in den Beinen zu befreien. Also völlig absurde Erklärung, weil ich meine, die Zuckungen in ihren Beinen sind ja erst durch sein Würgen gekommen. Nachdem er realisiert hatte, was er getan hatte, fuhr er zu einer Tankstelle und kaufte 25 Liter Benzin. Er war dort innerhalb einer Stunde, wo die Kameras bei der Tankstelle ausgeschaltet waren. Also Philanine war scheinbar ein häufiger Kunde dieser Tankstelle und wusste deshalb auch, frag mich nicht warum, aber dass zu der Uhrzeit, wo er das Benzin gekauft hatte, keine Überwachungskamera an war. Danach fuhr er mit Siams Körper in eine abgelegene Gegend, also zu diesem Zuckerrohrfeld von dem Farmer, legte sie dort ab
und versuchte, ihren Körper zu verbrennen, was ihm auch teilweise gelang. Während des Verhörs zeigte Filanin keinerlei Emotion und auch keinerlei Reue. Er wirkte komplett kalt. Im März 2019 erschien Filanin vor dem obersten Gerichtshof von Durban, da dort der Prozesstermin festgelegt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings kaum wiederzuerkennen, denn er war sehr, sehr dünn geworden, wirkte sehr schwach und eingefallen und lief auf Krücken. Und damals war er gerade mal 30 Jahre alt. Im Juni 2019, kurz bevor der Prozess starten sollte, verbreitete sich die Nachricht, dass Filanin im Alter von 30 Jahren an Hautkrebs verstorben wäre. Doch die Staatsanwaltschaft zweifelte an der Echtheit der Sterbeurkunde. Sie vermuteten, dass das Ganze vorgetäuscht war, damit Filanin eben nicht vor Gericht müsste und auch keine Haftstrafe bekommen würde. Sie vermuteten, dass der tote Körper im Leichenhaus vielleicht einfach von einem anderen Mann war und dass das Ganze sehr geschickt inszeniert war. Also nahm man Fingerabdrücke von dem Toten, der angeblich Filanin sei, und verglich diesen Fingerabdruck mit dem aus der polizeilichen Datenbank. Und tatsächlich war es ein Match, also es war wirklich Filanin, der verstorben war. Auf gewisse Weise ist er also seiner Strafe entkommen, aber irgendwie ja auch nicht. Und die Familie von Siam sagte auch, sie sind einfach froh, dass er nicht mehr da ist, weil er nun niemanden mehr so etwas Schlimmes antun könnte. Aber auf der anderen Seite finden sie es auch schade, dass er nie vor Gericht gerade stehen musste für das, was er getan hatte. Am 2. November 2020 wurde der leblose Körper von Jessica Wyers bei einem Sportplatz nahe Durban gefunden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber Jessica Wyers war diejenige, die die Ermittler zu dem Haus von Filanin führte. Sie hatte tiefe Schnittwunden an der Kehle und zuletzt wurde sie am Vortag um 17.30 Uhr von ihrer Familie gesehen, wie sie ihr Apartment verließ, und sie hatte zu ihren Eltern gesagt, sie würde Freunde besuchen und später eben wieder nach Hause kommen. Sie war bei ihrem Tod 23 Jahre alt und bis heute konnte nicht aufgeklärt werden, was genau passiert war und wer ihr das Ganze angetan hatte. Es ist auch unklar, ob es irgendeinen Zusammenhang zu Siams Tod gibt. Klar, zu dem Zeitpunkt, als man Jessica fand, war Filanin, also der Mörder von Siam, ja auch schon tot. Aber es könnte ja sein, dass vielleicht eine größere Organisation dahinter steckt und das Ganze einfach eben noch mehr Hintergrund hat. Und das war der Fall von Siam Lee. Ich glaube, dieser Fall ist hier relativ unbekannt. In Südafrika hat das natürlich sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Wie gesagt, gerade weil das Ganze so unfassbar brutal ist. Schreibt auf jeden Fall gern mal eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal gesund und munter wieder. Und falls ihr irgendwelche Fallvorschläge habt, schreibt die auf jeden Fall immer gerne in die Kommentare. Ich sag immer wieder, ich habe schon so eine riesige Liste und ich gebe mir wirklich Mühe, immer alles zu behandeln und zu recherchieren. Irgendwann wird bestimmt auch der Fall kommen, den ihr euch wünscht. Ich bin mittlerweile ein bisschen vorsichtig mit deutschen Fällen, weil das natürlich schon immer sein kann, dass Angehörige sich das angucken. Deswegen, falls ihr irgendwie einen amerikanischen Fall habt oder Australien oder sonst was, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder.